Lukas und ein Hacker chatten im Netz. Der Hacker ist mit Fabians Account eingeloggt und Lukas wusste nicht, dass Fabians Account gehackt wurde. Hi Fabian. Hallo Lukas. Wie geht's dir? Ganz gut und dir? Geht es sehr gut, denn ich fliege am 7. August um 4:30 Uhr nachts von Hamburg in die Türkei. Wie heißt nochmal deine Straße? Lumbo Straße 96, wieso? Mein Vater wollte es wissen. Ach so. Der Hacker schrieb sich Kolumbusstraße 69 auf und wartete bis zum 7. August, damit er dort einbrechen kann. Der Hacker ging am Abend zur Kolumbusstraße 69 und wollte einbrechen. In diesem Augenblick kam eine alte Dame aus der Tür und wollte ihre Schaufel in die Garage bringen. Der Hacker bekam mit der Schaufel eine gepfeffert. Die alte Dame rufte die Polizei. Der Hacker bekam 4 Jahre Gefängnisstrafe.